Video Roleplaying bietet Ihnen und Ihrem Team ein wirkungsvolles Hilfsmittel, mit dem Sie realistische Gesprächsszenarien nachstellen und trainieren können. Ob Praxisbeispiele aus der Kundenbetreuung, dem Vertrieb oder die gezielte Abfrage von Produktkenntnissen, mit Video Roleplay haben Sie die Plattform, um individuell zugeschnittene Szenarien für unterschiedlichste Bereiche zu erstellen, auf die Ihre Mitarbeiter per Video reagieren, im Büro oder von zu Hause aus. Dieser kurze Rundgang zeigt Ihnen die wesentlichen Funktionen von Video Roleplay. Nach der Anmeldung gelangen die Teilnehmer zu ihrer persönlichen Nutzeroberfläche, auf der sie direkten Zugriff auf die drei wichtigsten Bereiche von Video Roleplay haben. Sehen wir uns als erstes die Szenario-Verwaltung an. Alle individuell erstellten Szenarien sind auf der rechten Seite untereinander aufgelistet und thematisch den Programmen auf der linken Seite zugeordnet. Jedes Szenario beinhaltet eine Aufgabenstellung in Form eines Videos und einer Textbotschaft, auf die der Teilnehmer reagieren soll. Darüber hinaus können Sie zur Vorbereitung auf das Szenario beliebige Dokumente wie zum Beispiel PowerPoint, Word oder PDF-Dateien anhängen. Der Button Beitrag aufnehmen öffnet den Aufnahmebereich. Sobald der Teilnehmer bereit für die Antwort ist, klickt er den Button Video aufnehmen. Nach Aufnahme der Antwort hat der Teilnehmer zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt den Beitrag erneut auf, um ihn zu verbessern, oder er übermittelt ihn an den Mentor. Die Chance, die Aufnahme so oft wie nötig zu wiederholen, führt zu einem zusätzlichen Trainingseffekt und ist genau das, was Video Roleplay so einzigartig und erfolgreich macht. Nachdem die Aufnahme an den Mentor übermittelt wurde, erscheint die Antwort des Teilnehmers unter der Aufgabenstellung. Der Mentor kann den Teilnehmer zu einer erneuten Beantwortung des Szenarios auffordern oder er schließt die Aufgabe mit einer Bewertung ab. In beiden Fällen besteht die Möglichkeit, das Feedback per Videoaufnahme und Textbotschaft zu geben. Bei der finalen Bewertung kann der Mentor die einzelnen Kriterien, die er bei der Aufgabenstellung mit angegeben hat, mit Punkten bewerten. Lassen Sie uns nun einen Blick in den Bereich Leistungen werfen, in dem der Teilnehmer den eigenen Fortschritt einsehen kann. Alle Ergebnisse der vergangenen Szenarien werden in einer persönlichen Leistungskurve dargestellt. Darüber hinaus sieht der Teilnehmer alle Bewertungen nach ihrem Schwierigkeitsgrad sortiert und welche Auszeichnungen er bereits erhalten hat. Schauen wir uns abschließend den Bereich Rangliste an, ein wirklich einzigartiges Feature bei Video Roleplay. Hier können die Teilnehmer Best-Practice-Ansätze ihrer Kollegen anschauen, um von diesen zu lernen. Der Mentor entscheidet bei der Bewertung eines Szenarios, welcher Beitrag der Rangliste hinzugefügt werden soll, damit alle davon profitieren können. Erfahren Sie mehr über Video Roleplay und schauen Sie sich jetzt die kurzen Videos zu den einzelnen Features an.